Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Philosophie auf der Fähre. Da fahre ich gerade drauf, deshalb wackelt es im Moment ein bisschen. Ja, heute Morgen hören wir in den Nachrichten von einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und unter anderem Deutschland. Das heißt also, Russland gibt ein paar Gefangene oder verurteilte europäische Staatsbürger, unter anderem auf, ich glaube, 4 oder 5 Deutsche frei. Und dafür kriegt Russland eben Leute, die hier im Gefängnis sitzen. Unter anderem auch den sogenannten Tiergartenmörder. Hupsa. Also unter anderem auch den sogenannten Tiergartenmörder, der sozusagen im Auftrag von Russland oder im Auftrag von Putin tätig war. Einen verurteilten Mörder. Den kriegt Russland zurück und im Austausch kriegt Deutschland eben auch deutsche Gefangene. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wie sinnvoll so etwas ist, denn wird man als Land oder wird die Politik dadurch nicht erpressbar? Also ich formuliere das mal etwas rudimentär aus. Als russischer Regierungschef sehe ich zu, dass bei mir im Land, zum Beispiel in diesem Fall jetzt meinetwegen ein paar Deutsche oder andere Europäer, eben einkassiert werden. Dann werden die irgendwie spektakulär verurteilt, vielleicht noch zum Tode verurteilt. Und dann sage ich, hey Leute, ihr kriegt die wieder, wenn ich dafür die und die Leute wieder kriege. Also verurteilte Straftäter, politische Auftragsmörder und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, wird man, wenn man sich auf solche Deals nicht einlässt, wird man dadurch nicht erpressbar. Olaf Scholz hat die Freilassung des Tiergartenmörders damit begründet, dass eben für die in Russland gefangenen EU-Bürger, also auch die Deutschen, eben eine doch unmittelbare Gefahr bestanden hätte. Das heißt also, im Prinzip hat er damit doch gesagt, dass diese Erpressung in diesem Fall funktioniert hat. Wie man das Ganze bewerten soll, ist schwierig. Auch ich bin mit mir noch nicht im Reinen, was ich davon halten sollte, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber wie gesagt, das Ganze müffelt eben nach politischer Erpressung. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu diesem ganzen Fall in die Kommentare unter der Videobeschreibung packen. Das soll's schon kurz und knackig für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen sonnigen Tag und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.